Ich lese das Solinger Tageblatt von Mittwoch, den 30. Oktober 2019. Am meisten interessieren die Nachrichten aus dem Bezirk Hirschheid. Die lokalen Nachrichten als erstes: Hymne der Bergleute, Steigerlied soll Kulturerbe werden. Geldpolitik, Zinstief bedroht, Weltspartag, böser Sturz beim Digitalgipfel, Peter Altmaier, DFB-Pokal, FC Saarbrücken blamiert den FC Köln und dann Düsseldorfs OB Geisel, die Umweltspur bleibt. Als Leitartikel kann ich mir gerade zeigen alles. Bitte sehr. Umweltspur war auch schon als Bild hier zu sehen. So, Stadtoberhaupt sieht keine Alternative, CDU und FDP, indes wollen die Sonderspur Ende November im Stadtrat kippen. So, aus Solingen heißt es: OB-Wahl, Becker ist einziger CDU-Bewerber, technischer Leiter des Theaters geht in Rente und Stück klärt Senioren über Telefonbetrug auf. So, keine Nachrichten aus dem Bezirk Hirschheid auf dem Titel. Es ist sehr enttäuschend. Wetter, Sonne, sagt man Grad. Mittwoch kann ungefähr gestimmt haben. Ein Blick auf die Seite 2, die Karikatur ist nicht mal. Worum geht's? AKK und die CDU auf einem abgemagerten Bagaul und dann hat man Menschen im grauen Anzug. Kein Wunder bei so einer miserablen Reiterin. Jo. Und beim Springen alle Hindernisse gerissen. So, Kommentar: Disziplin in der CDU lässt rapide nach. Was dazu? Umweltspureffekt fraglich, ist passend zum Leitartikel. Die Wunderpille gegen Demenz wird es nicht geben. Porträt des Tages: Wong darf nicht zur Wahl antreten. Porträt des Hongkong lässt die Kandidatur des Oppositionsführers nicht zu. Er sieht auch aus wie ein Hongkong-Chinese, kann ich mir gerade sagen. Mehr will ich dazu wirklich nicht sagen. Seite 3, hier und heute, wo in NRW Steuern verschwendet werden. Das Schwarzbuch ist vorgestellt worden. Justiz im digitalen Neuland ist meine. Das dramatischer Sturz, Tagesthemen, Seite 5, Seite 4, Tagesthemen, Seite 6 wieder angesehen. Da haben wir Arte, ZDF, 3, naja, ich weiß nicht, ob das nicht ein bisschen. Seite 7, Väter lesen Kinder seltener vor. Seite 8, Leute, der Forstkampf von. James Lawrence vom FC St. Pauli, endlich mal wieder ein Sportler, weil Leute, dann ist da auch noch Schweinsteiger als Sportler genannt. Ja. Odonko als Sportler, so geht das besser. So. Insta-Spiele des DFB-Pokals im Sport ab 9 geht's. 11 Wirtschaft für die Scheiße. So, dann hat man mal wieder komische Polizei. Hier
hier zu sehen. Ich habe ein Problem mit der Polizeiwache in Solingen und den Polizisten, die hier zu sehen sind. Ich weiß nicht, was das soll, wenn die andauernd so prominent platziert werden. Ich finde das abartig. So, OB Becker, einziger CDU-Bewerbung. Der 50-jährige Finanzfachwirt Becker, der einzige Bewerber, der in der Geschäftsstelle der Kreispartei seinen Hut in den Ring geworfen hat. Damit endet eine monatelange Debatte innerhalb der CDU um einen geeigneten Herausforderer von Oberbürgermeister. Bla bla bla. So. 700 Personen sind zum Festakt geladen. Der Ehrenpreis, die schärfste Klinge. Plus Hotel neben dem Theater verwechselt. Das Lumen. Eiskönigin 2. Heißt jetzt wohl das Theater in Solingen. Das Lumen Filmtheater. Dein Standpunkt Grüne sorgt für Spannung. Weihersberg, Unfalllust, Stau aus, Beziehungsstreit, die ich überprüfe, Urteil. So, nichts aus Pirschheit dabei. Erste Seite dann. Mediziner in Lesbos sind ganz bestimmt keine. Die Langenfelder Kinderherzhilfe kann mich auch mal am Arsch lecken. Der Bundestagsabgeordnete Jürgen Hart berichtet aus Berlin. Interessiert auch keinen, weil es nicht aus Pirschheit kommt. Klaus-Peter Vogt ist ein echter Theatermann. Technischer Leiter im Theater und Konzerthaus. Habe ich. Ich kenne ihn nicht. Ich kenne ihn wirklich nicht. Ich bin seit über 35 Jahren in der Stadt. Ich zeige es mir mal. Den Herrn darunter kenne ich. Der ist hier hingezogen. Der hat eine Zeit lang in Krefeld gewohnt und dann in Remscheid. Jetzt ist ein gebürtiger Solinger von mir aus. Er leitet die Musik- und Kunstschule der Stadt Remscheid. Das ist das, meiner Meinung nach, ist er auch hingezogen. Prinzregententorte ist, weiß ich auch nicht, muss ich mal nachgucken. Das ist von Stefan Stein und ist sein höchster kulinarischer Genuss. Königskuchen kenne ich. Nein, ja. Dann haben wir noch mehr von der scheiß Polizei, die ich wirklich hier nie wieder sehen will. Es ist so abartig. Theater klärt Senioren über Telefonbetrug auf. Aufführungen, Konzerte. Ganz wichtig sind die Fahrradhelme. So, bei den Tipps, es war gar nichts aus Fischer dabei. Leider. Nein, ich finde es wirklich nicht schön. Der Weg zur Uni im Selbstversuch hatten wir auch noch nie.
rein mit der Seite. Service im Leben, dann geht es schon los. Und die letzte Seite ist aus aller Welt. Im Meer ohne Wellen schwimmen. Das Meerwasserschwimmen wegen Eisbergs am Strand von Bondi Beach gehört zu den bekanntesten Swimmingpools der Welt. Ich kenne ihn nicht. Australien ist bekannt für seine Meerwasserschwimmbecken. Diese werden 200 Jahre alt. Kinder und Ältere bieten sie vor allem ein risikofreies Vergnügen. Eine besondere Ehre für die DNA der Bergleute. Das ist dann das aufgegriffene Titelbild ganz am Ende. Von News kann man machen. Wird's besser. Tschüss.